Man muss schon reichlich italienisches Benzin im Blut haben, um ein schon werkseitig nicht gerade hässliches Fiat Spider Cabriolet einer radikalen Schönheitsoperation zu unterziehen. Von der Frontschürze bis zum Heck, vom in den Kofferraum verlegten Tankstutzen bis zu den klassischen Talbot-Spiegeln ist an diesem Spider alles veredelt. Unter der Haube wird der 2-Liter-Motor von Weber-Doppelvergasern versorgt, natürlich mit offenen Ansaugstutzen und Fächerkrümmer. Und auch im Cockpit geht es edler zu als in einem originalen Spider. Das dafür erforderliche Maß an Verrücktheit besitzt dieser Mann. Hossein Niemann Adehali, von seinen Kunden kurz Hossi genannt. Sein Spider-Service in Hamburg gehört zu den sympathischsten Adressen für ausgefallene Autos. Übrigens, die Werkstatt ist ein echtes Familienunternehmen. An Hossis Seite arbeiten seine Schwester und seine Mutter. Und auch der Chefschrauber Massimo aus dem Mutterland der Spider gehört so gut wie zur Familie. Das Anglophile ist hier halt sehr verbreitet, das muss man einfach sagen. Hamburg ist Jaguar-Hochburg und diese Fahrzeuge werden hier auch bewegt. Fiat und Alfa Romeo sind da und werden auch benutzt. Das ist einfach so. Und ich bin hier in Hamburg, bin ich doch mit so die einzige Anlaufstelle, was italienische Alphas, Fiat oder Lancias angeht. Und insofern gibt es eine große Klientel, die da auch Spaß dran hat. Für den erfahrbaren Spaß perfektioniert Hossi viele der Klassiker seiner Kunden. Von der individuell übersetzten Hinterachse für einen Spider bis zur Zahnstangenlenkung für einen alten Jaguar. Verbessert wird, was sinnvoll ist. Hossis Leidenschaft für ausgefallene Technik ist inzwischen um einiges exotischer geworden. Privat gönnt er sich die technisch ebenso anspruchsvollen wie pflegebedürftigen Autos der Marke De Tomaso. Der Longchamp ist ein klassisches Coupé mit viel Platz, darf man nicht unterschätzen. Tolles Fahrwerk und wenn alles gemacht worden ist und wenn der technisch gut aufbereitet worden ist, ist das ein gutes Alltagsfahrzeug. Eine Einschätzung, über die sich Alejandro De Tomaso freuen dürfte. Denn als der ehemalige argentinische Rennfahrer sich entschloss, 1959 ein eigenes Autowerk in Italien zu gründen, wollte er edle, aber fahrbare Autos schaffen. Gezielt wilderte der Kleinstserienhersteller in den Gefilden von Ferrari, Maserati und Lamborghini. Den Longchamp erblickte man erstmals 1970, allerdings kaum jemals auf deutschen Straßen. Dabei hatte das bullige Sportcoupé ein deutsches Vorbild. Den SLC-Coupés aus dem Hause Mercedes wollte man Konkurrenz machen. Außen gab sich der Longchamp kantig elegant, mutete eher amerikanisch als italienisch an. Der üppige Kofferraum und die gediegene Innenausstattung adelten ihn als luxuriöses Reisecoupé. Allerdings ein durstiges, denn wie bei allen Modellen hatte De Tomaso ein amerikanisches V8-Herz unter die Haube gepflanzt. Die Verbindung zwischen De Tomaso und Ford kam in den 60er Jahren, hat erfolgreich geheiratet, der Herr, und hat so die Beziehung zu Ford geknüpft und hat dadurch Zugang zu den V8-Maschinen bekommen. Shelby hat ein ähnliches Konzept gehabt, hat die Cobra genommen, ein englisches Fahrzeug, und hat einen amerikanischen V8 implantiert. Ähnlich hat De Tomaso betrieben. Italienisches Design, italienische Karosserie, Fahrwerk aus Italien und einen zuverlässigen Hochleistungsmotor. De Tomasos erfolgreichster Einsatz dieser Rezeptur war und bleibt der Pantera. Ford America hatte sich mit Millionen in das Werk Alejandro De Tomasos eingekauft und wollte mit dem aggressiven Supersportler das Erbe der Cobra antreten. Extrem flach, technisch verspielt und im Cockpit so hochwertig wie ein italienischer Maßanzug. Man hatte das Raubtier für die Straße in das Kostüm eines Salonlöwen gesteckt. Dabei beeindruckte der Pantera 1970 auch technisch mit Mittelmotor und ansehnlichen Fahrleistungen.
Porsche 911, Jaguar E-Type und Chevrolet Corvette hießen die direkten Gegner des Italo-Amerikaners. Mit denen konnte der Pantera dank 5,7 Litern Hubraum und 330 Pferdestärken in einem hochwertigen Fahrwerk ausgezeichnet mithalten. Der für das Auto typische Hang zum Untersteuern ließ sich am besten mit beherztem Gasgeben kontrollieren. Peitschen tut Hossi seine De Tomaso selten. Immerhin reißt ein guter Pantera ein 30.000 bis 50.000 Euro großes Loch ins Portemonnaie. Aber fahren tut Hossi seine Edelklassiker aus Überzeugung. Das Wichtigste für mich ist immer, man muss die Autos auch benutzen können. Und das bedeutet fahren. Und Fahrzeuge, die viel stehen, gehen kaputt. Also für mich heißt das benutzen und Spaß dran haben. Und das ist so meine Einstellung. Das sollte, versuche ich den Kunden auch immer klar zu machen. Also ein Auto, was ein halbes Jahr in der Tiefgarage steht und dann wiederbelebt werden muss, macht immer Probleme. Diesen Problemen nimmt man sich beim Spider-Service mit der Kompetenz von Autoliebhabern an. Ganz gleich, ob es sich um die Totalrestauration eines De Tomasos oder um die Fahrwerkseinstellung eines etwas kleineren Klassikers handelt.